Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung und der Vermögensmanagement darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Der monatliche Kapitalmarktdialog hat das Ziel, Ihnen einen kompakten Überblick über die wichtigsten Vorgänge an den internationalen Kapitalmärkten zu geben. Wir werden uns weniger auf das Tagesgeschehen konzentrieren, sondern eher einen strategischen Überblick über die Märkte geben und vor allem auch einen Blick auf die aus unserer Perspektive wichtigsten Fragen lenken. Sofern Sie Fragen haben, können Sie diese jederzeit gerne über die entsprechende Funktion des Programms nutzen. Und sofern es an der konkreten Stelle Sinn macht, gehe ich gern direkt darauf ein. Aber sofern es später Sinn macht, werden wir es im weiteren Verlauf behandeln. Aber das Ziel ist wie üblich, alle Fragen zu beantworten, sodass Sie wirklich möglichst viel Input aus der heutigen Online-Konferenz mitnehmen können. Im Nachgang werden Sie noch eine Aufzeichnung erhalten, das wahrscheinlich im Verlauf des morgigen Tages, sodass Sie das ein oder andere nochmal in Ruhe reflektieren können. Wir steigen auch direkt in das Thema ein. Gegenwind für die sicheren Häfen, das ist die Schlagzeile, die ich gewählt habe. Und Sie werden am Ende der Konferenz verstehen, warum der Titel hier vorne draufsteht. Wir fangen kurz an mit einem allgemeinen Marktüberblick. So stellt sich ein Kapitalmarktanalyst einen Blick auf die Kapitalmärkte vor. Sie sehen relativ viele Charts, Linien in unterschiedlichen bunten Farben. Aber ich glaube, die wesentliche Message, die ist letztendlich hier mal die kurzfristige Betrachtung. Sie sehen die Darstellung wirklich erst seit Mitte August. Und wie Sie im Endeffekt hier sehen, für doch einige Vermögensklassen gilt es hier, dass wir doch eine Abwärtstendenz dann hier in den letzten Wochen respektive auch Monaten feststellen konnten. Relative Unterschiede natürlich hier. Jetzt kommt hier die Information. Hallo, wir sehen den Bildschirm nicht. Okay, das muss dann wohl in den Einzeleinstellungen liegen. Die Kollegen hier im Büro sehen die und auch der Kontrollbildschirm sagt, man sieht ihn. Also da vielleicht nochmal bei den individuellen Einstellungen schauen. Also, wenn wir nochmal gemeinsam auf die Märkte schauen, dann möchte ich mal kurz noch auf zwei Segmente hier eingehen. Sie sehen hier in diesem Orange, das sind Anleihen von Schwellenländern, die im US-Dollar gehandelt werden. Und Sie sehen hier im Endeffekt, wie die Linie hier doch ein gutes Stück nach unten geht. Also sprich, wie wir hier im Endeffekt doch einiges an negativem Ergebnis produziert haben. Sie sehen auch, dass dieser Chart sich doch sehr stark nach dem Wahlsieg von dem ja dann noch zu benennenden Präsident Donald Trump in den USA hier generiert hat. Auf der anderen Seite sehen Sie, das ist auch die schöne Erklärung dazu, hier oben Hochzinsanleihen in den USA, die sich relativ gut halten. Also das Anleihen aus dem Segment der schwächeren Bonitäten. Und diese Anleihen haben typischerweise das Phänomen, dass sie sich in Schwächephasen der klassischen Anleihemärkte, also eben der klassischen Staatsanleihemärkte, auch beziehungsweise auch der mit sehr guter Bonität versehenen Unternehmensanleihen relativ stabil verhalten. Also das fasst eine lehrbuchmäßiger Verlauf und wir werden uns nun mal im Weiteren hier mal noch andere Vermögensklassen anschauen. Ich glaube, der wesentliche Punkt, den wir momentan sehen, der auch hier bei der Verunsicherung ausgedrückt wird, ist der Fakt, dass viele Kapitalmarktteilnehmer in den vergangenen Jahren nach der These verfahren sind, wir haben niedriges Wachstum. Weil wir niedriges Wachstum haben, haben wir niedrige Inflation. Und weil wir niedrige Inflation haben, werden auch die Zinsen respektive die längerfristigen Kapitalmarktrenditen sehr niedrig bleiben. Und wenn Sie die Erwartung haben, dass die Renditen sehr niedrig bleiben, dann ist es natürlich interessant, Cashflows zu erwerben, die eine höhere Ertragserwartung haben. Also für die Experten unter Ihnen gesprochen, wenn Ihr Diskontierungszins sehr niedrig ist, dann generiert natürlich oder dann wird natürlich der Vermögenswert, den Sie erwerben, in der Abzinsung hier einen exorbitanten Wert und dementsprechend kann man höhere Preise rechtfertigen. Und ich habe Ihnen hier mal drei typische sichere Häfen mitgebracht, weil man doch sieht, dass diese relativ sensibel reagiert haben. Hier oben sehen Sie in dunkelblau, hier sehen Sie Gold. Sie sehen, Gold war eine sehr schöne Anlageklasse. Wir waren in Dollar gerechnet, ja, bei rund plus 26% in der Betrachtung. Also eine sehr, sehr starke Wertentwicklung. Und momentan wird eben in Frage gestellt, ob vielleicht diese Niedrigzinsphase zumindest mal in die Gegenrichtung sich umkehren wird. Und dann hat natürlich Gold immer Probleme. In dem Moment, wo die Renditen am Kapitalmarkt steigen, hat das zinslose Gold hier natürlich Opportunitätskosten, die steigen. Und da sehen wir doch hier, hat das Metall entsprechend reagiert. Aber natürlich auch die Staatsanleihen, hier mal die 10-jährige US-Staatsanleihe abgebildet. Auch da sehen Sie,
die Entwicklung nach unten. Das heißt, wir haben hier einen Kursverlust. Auf der anderen Seite steigen natürlich die Renditen. Vor einigen Wochen haben Sie für die 10-jährige US-Staatsanleihe noch 1,85% bekommen. Heute bekommen Sie 2,3%. Und man muss mal schauen, in welche Richtung das weitergeht. Aber am Ende des Tages sind natürlich steigende Renditen am Anleihenmarkt, könnten natürlich hier doch den Aktienmarkt irgendwann mal verunsichern. Und besonders wird es die sicheren Segmente verunsichern, weil hier natürlich die relative Differenz geringer wird. Und auch das habe ich Ihnen mal mitgebracht. Nestle, ja doch ein sehr bekanntes Unternehmen, von vielen als der Hort der unternehmerischen Stabilität betrachtet, da man hier ein sehr defensives Geschäftsmodell haben, also ein nicht zyklischer Wert. Und auch da sehen Sie, okay, vom Hoch zum Tief, zumindest mal in dieser Betrachtung, ja, da sind wir auch mal fast 15% haben wir da abgegeben. Also Sie sehen schon, momentan die defensiven Titel, die sind durchaus mal unter Druck. Alles, was man als Zinsersatz gesehen hat, sei es auf der Anleihenseite, sei es auf der Aktienseite, das hat hier relativ sensibel reagiert. Und ich glaube, das ist doch auch ein wesentliches Thema, vor allem da wir diese defensiven Aktien, die finden Sie natürlich zum einen in Multi-Asset-Fonds, also in Mischfonds, gerade Fonds, die in den Ranglisten bezogen auf die letzten Jahre sehr weit oben stehen, die haben häufig auf dieses Phänomen geringe Volatilität bzw. hohe Qualität gesetzt. Und auf der anderen Seite hier natürlich momentan die Umkehrung dieses Trends. Das möchte ich auch gleich nochmal hier darstellen am Beispiel von Nestlé. Und da sehen Sie mal die Veränderung zum letzten Quartal bis ins Jahr 1900, ja, ich glaube 73 zurück. Und da sehen Sie mal sehr, sehr stark hier auf der Hochachse die Veränderung in Prozent. Also wie gesagt, das jeweils die Quartalsbetrachtung. Und dann können Sie eben auch sehr, sehr schön sehen, dass auch Bewegungen von 5, 10% oder eben auch mehr, ja, hier haben wir jeweils fast 20% mal nach oben. Hier sehen Sie im Endeffekt 16, 17% nach unten, 20% nach unten, ja, hier sogar deutlicher fast 30% nach unten. Also auch bei sogenannten Qualitätstiteln sind Schwankungen normal. Das gehört zum unternehmerischen Risiko des Aktienmarktes dazu. Und am Ende des Tages muss man sagen, wenn Sie eine solche Wertentwicklung generieren wollen, das jetzt mal der Chart von Nestle inklusive reinvestierter Dividende auf Sicht der letzten 30 Jahre, also von Mitte November 30 Jahre zurückgerechnet bis heute. Also wenn Sie eine solche Ertragsmaschine, kann man ja fast schon sagen, halten wollen, dann ist eben auch der Preis dafür, dass Sie entsprechende Schwankungen realisieren. Und Sie haben es eben bei diesem Quartalsvergleich gesehen. Auch bei solchen defensiven Titeln haben Sie doch durchaus ordentliche Bewegungen, die Sie nicht immer fundamental erklären können. Also das muss man hier an der Stelle leider Gottes festhalten. Schauen wir nochmal kurz auf die Währungen, die großen vier, also Dollar, Euro, das britische Pfund und der japanische Yen. Und da sehen Sie jeweils die handelsgewichteten Bewegungen. Und wir sehen hier sehr, sehr schön, dass handelsgewichtete der Dollar in der jüngeren Vergangenheit wieder aufwertet. Wir sehen das Thema Dollarstärke. Am Terminmarkt wird eingepreist, dass wir mit 90 bis 95% Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung der US-Notenbank bekommen werden. In Europa sieht es weniger nach Zinserhöhungen aus. Gleiches gilt für Japan und natürlich auch Großbritannien. Dementsprechend sehen wir hier eine Aufwertung des US-Dollars, was sehr schön ist, wenn Sie in US-Dollar investiert sind, was sich aber natürlich auch negativ auswirken kann auf zum Beispiel die Preise für Edelmetalle oder zum Beispiel auch, wenn Sie Investments haben, bei denen Sie zwar im Dollar investiert sind, Sie aber gleichzeitig eine Währungsabsicherung vornehmen, dann führt dieser relative Anstieg der Zinsdifferenz zwischen Ihrer Heimatwährung, also dem Euro, und der Investitionswährung, dem US-Dollar, führt dazu, dass Ihre Absicherungskosten steigen. Auch das muss man in den nächsten Wochen sehr genau im Blick behalten. Ich glaube, da wird man durchaus mal zur Entscheidung gezwungen sein, entweder zurück in den Euro zu gehen oder die Währung eben hier laufen zu lassen, weil die Absicherungskosten besonders bei Anleiheinvestments ansonsten deutlich zu hoch sind. Sie können aber auch schon feststellen, welche Währungsunterschiede wir hier haben. Sie sehen, dass das britische Pfund währungsgewichtet oder handelsgewichtet fast 15% in diesem Jahr verloren. Dementsprechend sehen wir auch die Importpreise, die steigen natürlich für die Einwohner auf der Insel. Wir könnten über das Thema importierte Inflation sprechen.
Und auf der anderen Seite, ja, sehen wir zum Beispiel hier, die Eurozone hat sich nicht relativ viel bewegt. Und ich glaube, der wesentliche Punkt wird nochmal sein, dass wir bei dieser Dollarstärke die altbekannten Themen auf den Tisch bekommen, nämlich dass die Dollarstärke sich negativ auf die US-amerikanischen Exporteure auswirken wird. Das wird sich positiv natürlich auf die Exporteure in den anderen Währungsräumen auswirken. Also das können wir abwarten, aber ich denke, das Wesentliche ist wirklich mal klar zu sagen, welchen Effekt hier wirklich Währungsbewegungen bei den Währungspaaren haben und auch welche Auswirkungen das auf die Entwicklung hat, weil wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, dass Sie mit einem diversifizierten Portfolio aus US-amerikanischen Anleihen, teilweise Staatsanleihen, teilweise Unternehmensanleihen guter Bonität, dann liegen Sie seit Anfang des Jahres irgendwo einem Plus von ja, bei 2,7, 2,8%. Aber über die Währung haben sie tendenziell nochmal 3 bis 3,5% verdient. Und da sehen wir schon, dass heutzutage in vielen Fällen die Währungsschwankung mehr Performance-Auswirkungen hat als eben die geringen Renditen, die wir in manchen Segmenten des Kapitalmarktes hier sehen. Also das ist doch ein sehr wesentlicher Einflussfaktor. Und ich denke, es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Die globalen Investmentkomitees, die haben jetzt nach der Wahl langsam alle getagt. Dort werden jetzt die Praktikanten und Werkstudenten da sitzen und werden diese Meinung in hübsche Präsentationen gießen, die man dann entsprechend kommunizieren wird an die eigenen Kunden, an die Berater und dementsprechend natürlich auch über die Presseverteiler wird das natürlich diffundieren in die typische Anlegerpresse oder auch die Tagespresse. Und ich glaube, das wird nochmal ein Punkt werden, eben dieses Thema Währung. Und ich glaube, Sie werden jetzt eine Erneuerung der Prognosen sehen, die eben eine Unterschreitung der Parität von Euro zu Dollar sehen. Eben unter der Begründung, dass die Wachstumsperspektiven für die USA besser sind, dass die Inflationserwartungen höher sind, dass wir dementsprechend eher Zinserhöhungen in den USA sind und dass aufgrund dessen der Dollar Kapital anziehen wird und dementsprechend es hier zu einer Aufwertung gegenüber dem Euro kommen sollte. Die Inflationserwartung sehen Sie auch nochmal dargestellt im oberen Chart, dass die Inflationserwartung für 5 Jahre in 5 Jahren, das ist doch etwas, was die Kapitalmärkte sich stark betrachten. Und Sie sehen das mal für verschiedene Währungsräume respektive Länder dargestellt. Und hier in Grün sehen Sie das für die USA. Und da sehen Sie mal wirklich diesen Spike, wie die Amerikaner sagen, also wirklich diesen Anstieg, der wie so eine Laterne hier nach oben geht. Also das ist doch ein ordentlicher Anstieg. Sie sehen schon, da sind natürlich die Erwartungen an entsprechende Konjunkturprogramme, an entsprechende Investitionen im Bereich Infrastruktur, die werden hier langsam eingepreist. Dazu gegebenenfalls noch etwas Protektionismus. Und wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass ja die Globalisierung, also die auch Verlagerung von Arbeit in Länder mit geringeren Arbeitskosten dazu geführt hat, dass wir disinflationäre Effekte in den westwirtschaftlichen Volkswirtschaften haben, dann würde Protektionismus eben ceteris paribus dazu führen, dass wir einen geringeren disinflationären Einfluss der Schwellenländer haben und dementsprechend würde die Inflation in den etablierten Industrienationen nach oben gehen und das auch etwas, was hier der Kapitalmarkt hier aus dem Pricing der inflationsgebundenen Papiere hier entnimmt. Und Sie sehen es auch für andere Länder, klar, UK ist klar, Großbritannien, ich denke nach dem Brexit, das Thema hatten wir eben gerade, Stichwort auch importierte Inflation. Und ja, hier unten auch für Länder der Eurozone, respektive auch mal Frankreich und Deutschland, und mal exemplarisch, auch da sehen Sie den Trend insgesamt, es geht nach oben. Also die Meinung, die man durchaus vertreten könnte, wäre die, dass sowohl die Zinsen, also auch die langfristigen Kapitalmarktrenditen, als auch die Inflation ihr sogenanntes zyklisches Tief gesehen haben und dass wir nun von dieser Bodenbildung eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung sehen. Und da, ja, wie anfangs gesagt, wenn Sie eben darauf eingestellt sind, dass Sie von einem dauerhaft niedrigen Wachstum, von dauerhaft niedriger Inflation und dementsprechend auch niedrigen Zinsen ausgehen, dann könnte der eine oder andere jetzt doch auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Die Portfolios können etwas zu einseitig auf schwache Wachstumsraten ausgerichtet sein und dementsprechend steigt natürlich hier etwas die Nervosität. Was wir bei dieser Betrachtung allerdings nicht vergessen dürfen, die Inflationsdaten für Deutschland kamen ja auch gerade herein, 0,8% in der Jahresveränderung, also im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aber was für Sie natürlich wichtig ist, das ist natürlich das, was Sie am Ende des Tages davon kaufen können. Und wir haben jetzt zwar gesehen, dass die Renditen 10-jähriger deutschen Staatsanleihen von ja, rund minus 0,2 auf plus 0,3 gestiegen sind, also ein Plus von rund 0,5% mit entsprechenden Kursverlusten natürlich bei langlaufenden Papieren. Aber
Ja, Sie sehen es trotzdem noch, sowohl für die 10-jährige Bundesanleihe als auch für die 2-jährige Bundesanleihe. Wenn wir mal die offizielle Inflation einbeziehen und von dieser Nominalrendite hier die Inflation abziehen, dann sehen Sie doch, okay, hier oben ist die Null, da haben wir doch immer noch eine ordentliche Differenz. Die Differenz ist geringer bei den 10-jährigen Papieren. Da haben wir diesen Renditeanstieg deutlicher gesehen. Im kurzfristigen Bereich, da orientieren sich die Renditen eben mehr am Geldmarkt, mehr am von der doch EZB besser zu kontrollierenden Zins. Und da sehen Sie momentan ja die reale Rendite ohne Einbezug von Steuern von minus 1,5%. Also wenn Sie etwas darüber lesen, dass die Renditen steigen, dann müssen wir sagen, okay, es ist zwar schön, wenn Renditen steigen, aber wenn gleichzeitig die Inflation auch steigt, dann passiert am Realzins überhaupt nichts. Und sollten wir wirklich eine nachhaltige Erholung der Nominalzinsen sehen bei gleichzeitigem Anstieg der Inflation, dann verschieben sie zwar einige Probleme auf der Ebene. Das heißt, höhere Nominalzinsen sind gut für das Finanzsystem, aber für die Kunden dieses Finanzsystems, also die Sparer oder auch die Versicherten bei klassischen kapitalgebundenen Versicherungen, für die wird es natürlich nicht besser, weil am Ende des Tages müssen sie an Kaufkraft rechnen und da sehen sie momentan, dass der Anstieg der Renditen bezogen auf die jüngere Vergangenheit eben geringer war als der Inflationsanstieg und dementsprechend sehen wir, dass die Realverzinsung fällt. Also für die Sparer ist es erstmal nicht besser geworden, sondern Sie können es deutlich erkennen, es ist schlechter geworden. Wir haben uns noch ein gutes Stück weiter von der Nulllinie hier entfernt. Wir sehen aber auch eine deutliche Differenzierung am Aktienmarkt. Ich glaube, das ist ein wesentliches Thema. Ich habe Ihnen das mal für die globale Betrachtung mitgebracht. Also wenn Sie den globalen Aktienmarkt nehmen und schauen sich hier verschiedene Segmente an. Ich habe Ihnen mal drei Segmente herausgenommen und Sie sehen hier das Thema Grundstoffe in Orange. Da sehen Sie, Anfang des Jahres hat es ziemlich stark gewackelt. Das war das ganze China-Thema, wenn Sie sich zurück an Januar, Februar erinnern. Und seitdem ging es dramatisch nach oben, plus 20% eben hier der Sektor, also ein sehr zyklischer Sektor, der relativ günstig bewertet war. Und andere Sektoren wie zum Beispiel Gesundheit oder auch nicht zyklischer Konsum, hier dargestellt in Rot respektive in Blau, da sehen Sie schon, okay, da sehen wir momentan eine andere Situation und das trifft auch gut mit dem zusammen, was ich Ihnen am Anfang sagte, nämlich, dass hier eine gewisse Unsicherheit bei den besonders zinssensitiven Branchen besteht. Und das trifft eben nicht nur Banken, die positiv davon betroffen sind, wenn die Zinsstrukturkurve wieder steiler wird, sondern eben diese defensiven Aktien, dieses Qualitätsaktienthema, wo man sagt, okay, manche Aktien oder manche Unternehmen sind so defensiv, dass sie eigentlich sogar die besseren Anleihen sind. Und da sieht man jetzt doch, dass man hier zumindest in Teilbereichen zu hinterfragen scheint, ob die Bewertungen angemessen sind, wenn doch tatsächlich das Wachstum vielleicht etwas größer ausfällt, weil die Politik eben nicht mehr geldpolitisch reagiert, also man hier über die Notenbanken an den Kapitalmärkten interveniert, sondern wenn wir wirklich zu einer echten Fiskalpolitik kommen, die hier Geld in die Hand nimmt, sei es über neue Schulden oder sonstige Umverteilung, um hier wirklich auf breiter Basis die Konjunktur positiv zu stimulieren. Also ich glaube, das ist das große Thema und das heißt natürlich auch, wenn Sie Ihr Portfolio betrachten und Sie sehen, okay, ich habe ein bisschen Gold, ich habe ein bisschen Unternehmensanleihen und ich habe ein paar defensive Aktien im Portfolio, sei es direkt, weil sie sich sowas wie Nestle eben ausgesucht haben oder sei es indirekt, weil sie Fonds haben, die sehr stark auf dieses Thema defensive Qualitätstitel achten. Dann haben sie zwar eine, per se gesprochen, ja erstmal eine schöne Verteilung, weil sie haben ja Edelmetall, sie haben Anleihen und sie haben auch Aktien, aber am Ende des Tages haben sie bei allen drei Vermögensklassen einen relativ hohen Einfluss, was das Thema Zins- und Inflationserwartung betrifft. Und wir haben es jetzt im Ergebnis gesehen, sie sind eben nicht wirklich diversifiziert, weil alle Vermögenswerte gehen in die gleiche Richtung. Das heißt, für ein defensives Portfolio kann vielleicht die Beimischung von zyklischen Titeln oder von inflationssensiblen Titeln besser oder sinnhafter sein, als eben auch ein weiteres Investment beizufügen, was auch diesen Zinstrend nochmal sehr stark spielt. Herausfordernd für Sie als Anleger, genauso wie für Ihren Berater oder Ihren Vermögensverwalter, vieles von dem, was günstig ist, das sind Wertentwicklungen, die auf die letzten 5, 6 Jahre im Chart sehr, sehr schlecht aussehen und wir Menschen kaufen eben doch lieber Charts, die von links unten nach rechts oben gehen und anstatt etwas zu kaufen, was eben starke am Boden liegt. Aber ich glaube, das wird ein Thema sein, was man sich näher betrachten muss, wenn wir wirklich hier sehen, dass sich etwas ändert auf der geldpolitischen Ebene, mehr hin zu Fiskalpolitik. Und diese Fiskalpolitik,
Ich glaube, die wird an Bedeutung gewinnen. Wir haben es gesehen, das Thema Brexit, wir haben das Thema Trump gesehen. Wir haben rund 45 bis 50% der Wirtschaftsleistung der Europäischen Union, die bis Ende 2017 wählt. Da haben sie doch relativ viele Themen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Zeichen, die man jetzt auch aus Großbritannien und auch aus den USA gesehen hat, dass die bei der Politik dazu führen, dass man das Thema konjunkturelle Impulse nach oben nehmen wird. Und das könnte, wie gesagt, Vermögenspreise stimulieren, die in den vergangenen Jahren eher schwach waren, und könnte eben die besonders zinssensitiven und sehr gering inflationsnahen Titel doch eher negativ treffen. Also da muss man ein bisschen schauen, dass es nicht zu einseitig geworden ist, das Portfolio in den letzten Jahren. Ich habe ja noch das Thema Sektoren nochmal mitgebracht, jetzt nur auf Basis der Betrachtung des S&P 500, also des US-amerikanischen Leitindizes. Und da sehen Sie schon auch einen Sektor, der exorbitant ja, sich entwickelt hat nach der Wahl in den USA. Sie sehen es hier in Orange, das sind die Financials. Klar, da spielt ein bisschen die Hoffnung mit rein, dass wir eine Deregulierung sehen, aber man sieht vor allem auch, dass die Zinsstrukturkurve steiler wird, und eine steilere Zinsstrukturkurve, die ist per se gesprochen gut für den Bankensektor. Das erhöht im Hinblick hier die Marge im Kredit- und im Einlagengeschäft. Also das hat doch sehr ordentliche Auswirkungen. Und das zieht natürlich auch teilweise Sektoren wie hier in Europa eben mit. Deswegen versuchen Sie nicht jede Bewegung, vielleicht bei Aktien, die Sie selbst halten in Deutschland oder aus der Eurozone, momentan fundamental zu erklären. Wir leben in einem globalen Kapitalmarkt, und man kann durchaus diskutieren, ob man heute noch nach einer Länderallokation denken sollte, also ein bisschen Deutschland, ein bisschen USA, ein bisschen Asien, oder ob es nicht sinnvoller wäre, in der Branchenstruktur zu denken. Also sich eben zu überlegen, welche Anteile meines Aktiendepots sollen in den verschiedenen Bereichen wie Energietiteln, Basis und Grundstoffe, Technologie, Pharma, Banken, nichtzyklischer Konsum und ähnlichem unterteilt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Zukunft wieder mehr Bedeutung bekommt, dass man eben nicht mehr nur auf die Länderindizes schaut, wie ein DAX, oder auf Regionenindizes, wie ein Euro-Stoxx 50 oder ein Stoxx 600, sondern dass man etwas genauer hinschaut und dann eben wiederum dieses Thema Brancheninvestitionen an Bedeutung gewinnt. Weil wenn wir jetzt eine Rotation der Branchen sehen würden, dann könnte es am Ende dazu führen, dass sie auf der Indexebene passiert nichts. Sie gehen vielleicht 0 auf 0 raus oder machen sogar Minus, aber sehen auf der anderen Seite Branchen, die sich deutlich besser entwickeln. Und das sind eben Branchen, die in der Vergangenheit nicht so gut aussahen. Das wären das Thema Banken, das wären die Finanztitel. Das könnten aber auch, wie vorhin gezeigt, auf globaler Ebene natürlich die Basis und Grundstoffe sein. Ich denke, wichtig ist es hier, sich eben klarzumachen, was sind die Einflussfaktoren meines konkreten Portfolios, was waren die Treiber der Investmentfonds, die ich im Portfolio habe. Und dann werden Sie in vielen Fällen feststellen, dass der Treiber hier eben dieses Thema niedrige Zinsen, niedrige Wachstumserwartung und dementsprechend eine Bewertungsauswertung besonders der defensiven Sektoren war. Sie haben das vorhin gesehen, ein schönes Beispiel ist eben Nestlé, wo man da doch eben auch mal hinterfragen kann, ist es nicht ein Ticken teuer geworden für die Wachstumserwartungen, die in so einem Schwergewicht drinstecken. Ich habe Ihnen das nochmal weiter aufgeschlüsselt, hier wiederum für die globale Ebene, und die Differenzierung auf dem Level zwischen den Wachstumswerten und den Substanzwerten. Und Sie sehen schon hier, in den letzten Jahren, Wachstumswerte haben sich tendenziell ein bisschen besser gehalten. Die Substanzwerte, das sogenannte Value, hat doch in vielen Fällen ein bisschen hinterhergehangen. Und wenn wir hier mal zurückschauen, dann ist es dieser relative Vergleich. Und wenn Sie sich das anschauen, wenn das hier im Endeffekt nach unten geht, diese rote Linie, dann laufen Wachstumswerte besser als Substanzwerte. Und wenn sich das Ganze umkehrt, dann laufen eben Substanzwerte besser als Wachstumswerte. Und diese Substanzwerte ist eben das Thema Value. Und was man sich durchaus vorstellen könnte, wäre eben, dass jetzt eine Rückkehr, das Thema Value Investing kommt, dass das Thema Substanz stärker in den Fokus rückt. Und wenn das der Fall wäre, dann würden Sie eben auf Sicht der nächsten Jahre wahrscheinlich bei den Ranglisten der Aktienfonds, seien Sie aktiv oder seien Sie passiv, würden Sie eher Fonds wahrscheinlich oben finden mit einer gewissen Value-Orientierung. Jede Zeit hat ihren Stil, den es im Endeffekt begünstigt. Und wie gesagt, Wachstum lief jetzt sehr lange ziemlich gut. Es könnte ja jetzt durchaus sein, dass Substanz zurückkommt, und das wäre das Thema Value.
habe Ihnen das hier auch nochmal mitgebracht, damit Sie das anhand von konkreten Instrumenten sehen, die natürlich keine Empfehlung sind, sondern die sind jetzt rein zur illustrativen Darstellung. Aber ich glaube, dann kann man das sehr, sehr schön im Endeffekt hier auch mal festmachen. Was sehen Sie auf diesem Chart? Sie sehen auf der einen Seite dieses Lilane, das ist ein Indexfonds, der 100 Titel mit vernünftiger Dividendenrendite abbildet, also dieses Thema hohe Ausschüttungsrendite. Die genaue Gewichtungsmethodik soll jetzt hier mal keine Rolle spielen. Hier sehen Sie, hier in diesem hellgrün sehen Sie ja den globalen Aktienmarkt gemessen am MSCI World mit allen Fehlern, die der natürlich haben kann. Sie wissen, da sind da rund 55% der US-Titel drin. Und Fokus liegt ja auch sehr stark auf hochkapitalisierten Werten, aber eben doch die Benchmark, der Vergleichsmaßstab für den Aktienmarkt. Und hier in grün sehen Sie einen Fonds, der stärker eben auch auf kleine Titel setzt, sogenannte Small Caps, und der eher auch auf das Thema, der eben ebenso auf das Thema Value, also Substanz setzt. Und Sie sehen das eine lange Zeit, ne, dass dieses Thema, finde ich sehr schön, ja. Sie sehen mit dieser Niedrigzinsphase auch, Darstellung geht jetzt nicht so weit zurück, wie ich es mir wünschen würde, aber Sie sehen, dass diese lila Linie hier, eben dieses Thema Fokus Dividendenrendite, dass es doch besser läuft als der breite Markt. Sie sehen, es läuft deutlich besser eben als der globale Aktienmarkt hier in hellgrün. Und jetzt sehen wir doch so in den letzten Monaten, sehen wir, okay, auf einmal, was stärker in den Fokus rückt, ist das Thema Value. Ja, also das Thema Substanz mit einer ne massive relative Bewegung. Wir sehen, dass im Endeffekt, ne, die Dividendentitel hier sich ein bisschen schwerer tun. Also geht dann eher tendenziell seitwärts und der normale Aktienmarkt jetzt in dieser Darstellung hier auf dem letzten Platz. Unten sehen Sie es nochmal bisschen verkürzt, jetzt wirklich mal für die letzten 3 Monate. Und da sehen Sie, okay, mal ganz deutlich, hier haben wir das Thema Dividendenfokus, hier haben wir das Thema Value plus ein bisschen kleine Titel beigemischt. Und da sehen Sie doch schon, wie stark sich mal so ein Favoritenwechsel am Aktienmarkt eben auswirken kann. Was Ihnen niemand seriös sagen kann, das können wir nicht, das kann aber auch kein anderer Vermögensverwalter, keine Bank, kein wer auch immer, mit dem Sie da sprechen. Niemand kann Ihnen seriös sagen, ob diese unterschiedliche Entwicklung dauerhaft fortbestehen wird, ob diese Bewegung Richtung Substanz jetzt zu stark war. Da gibt es relativ viel zu diskutieren. Ich habe heute eine Analyse gelesen, dass europäische Substanztitel, also Value, mit einem historischen Discount von rund 65% zu Wachstumstiteln aus der Eurozone notieren. Ich glaube, wichtig ist es im Portfolio-Kontext zu verstehen, dass die verschiedene Stile am Aktienmarkt haben. Diese verschiedenen Stile haben wieder einen unterschiedlichen Bezug zu den Sektoren. Und dass es doch das Ziel im Portfolio sein sollte, hier zu verstehen, welche Stile enthalten sind und dementsprechend auch vernünftig für die Vergangenheit nachvollziehen können, was eigentlich die Treiber waren und dann sich vielleicht mal zu überlegen, ob man es für die Zukunft anders machen kann. Ja, guten Abend, kommt die Frage, was wäre denn so ein Beispiel für Value oder Substanz? Also dieses Thema unterbewertet, tendenziell ein schönes Beispiel dafür. Value, da finden Sie momentan natürlich die Financials drin, da finden Sie auch die Basis und Grundstoffe drin und in dieser Einteilungslogik so ein Klassiker wie Nestle, das wäre eben ein Wachstumswert. Also vereinfacht gesprochen, Nestle, Wachstum und sowas wie BHP Billiton oder sonstige Titel eben aus dem Bereich der Grund- und Basisstoffe, die eben hier tendenziell Value. Dazu muss man auch wissen, dass der Begriff Value wird nicht einheitlich verwendet. Wenn Sie mit unterschiedlichen Investoren sprechen, geht es bei den einen mehr in die Qualitätsrichtung, bei den anderen geht es einfach nur um die relative Bewertung des Buchwertes zum aktuellen Kurs der Aktie. Die klassische Betrachtung, die auch hier vorgenommen ist, da geht es wirklich um das Thema Buchwertbetrachtung im Verhältnis zum Preis, den ich momentan bezahle. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist momentan ein großes Thema und die Frage, die man sich nun am Kapitalmarkt natürlich stellt, ist natürlich der Punkt, ist es jetzt eine gute Einstiegsgelegenheit, um hier nochmal günstig Dividendentitel nachzukaufen, weil die Zinsen eben doch nicht steigen, weil das Wachstum schwach bleibt? Oder wird man wirklich sehen, dass sich das Wachstum hier entsprechend belebt? Dann würde es dafür sprechen, dass wir hier durchaus eine Rotation sehen in den beliebten Branchen und das habe ich Ihnen ja eben mal gezeigt. Die Frage, die man sich als nächstes anschauen könnte, ist natürlich, wie viel Value habe ich überhaupt in meinem Depot? Und
Ich habe Ihnen das mal exemplarisch mitgebracht, damit Sie das mal sehen. Ist ein bisschen technisch, aber ich brauche Ihnen auch nicht das zu erzählen, was Sie ohnehin als Schlagzeile auf einer Anlegerzeitschrift lesen können. Was Sie hier sehen, ist nichts anderes, als dass wir mal den globalen Aktienmarkt haben, also den MSCI World. Und hier neben sehen Sie die verschiedenen Segmente, nach denen Sie Aktien einteilen können. Also es gibt Großunternehmen, Large, also mit einer hohen Marktkapitalisierung, und da gibt es eben Wachstumsunternehmen, das Growth, Sie haben Blend, das sind die Twitter, mal ganz vereinfacht gesprochen, und Sie haben Value, Thema Substanz, dann haben Sie Werte mit einer mittleren Marktkapitalisierung und Sie haben Werte mit einer kleinen Marktkapitalisierung. Also vereinfacht gesprochen, ist fachlich nicht ganz korrekt, aber nur, dass Sie eine Idee haben, Large, die Großen, das wäre der DAX, Medium, die Mittleren, das ist der MDAX, und Small wäre eben der SDAX. Und jetzt haben Sie innerhalb dieser jeweiligen Indizes haben Sie eben Unternehmen, die eine unterschiedliche Bewertung aufweisen, und so kommen Sie zu diesen Segmenten. Und für was ich Sie sensibilisieren möchte, ist das Thema, dass wenn Sie heute den globalen Aktienmarkt betrachten, das sind die Daten per Stand 30.09., aber es geht ja auch nur um eine strategische Perspektive, dann stellen Sie im Endeffekt hier auch fest, dass gemessen an diesem globalen Aktienmarkt, da sind die Werte mit der hohen Marktkapitalisierung drin. Sie sehen schon hier 24 plus 33 plus 23. Ja, da sind Sie bei fast, was haben wir? 48, 51 sind Sie bei 80%, die Sie hier in großkapitalisierten Titeln drin haben. Also Sie haben relativ wenig kleine Titel drin. Und auf der anderen Seite kommt noch dazu, wenn Sie mal mit mir auf das Thema Value schauen, da sehen Sie im Endeffekt hier, okay, Value 23, bei den Mittelkapitalisierten haben wir nochmal 6% und bei Small Value haben wir so gut wie nichts drin. Also wir sehen, dass hier nur rund 30% des Portfolios, nämlich die 23 plus die 6, plus hier unten ja quasi nichts, also rund 30% stecken hier in Value drin. Und das ist ein Aspekt, das Ziel sollte eben sein, zu sagen, okay, ich habe vielleicht ein Portfolio, was nicht nur auf einen Stil oder eine Unternehmensgröße sich fokussiert. Das ist meistens das bekommen, wenn Sie jetzt eben nur ein oder zwei Indexfonds kaufen, sondern das Ziel sollte sein, dass Sie über die Konstruktion verschiedener Fonds oder auch Indexfonds oder auch einzelne Aktien, wenn Ihre Vermögensgröße das hergibt, dass Sie eben wirkliche verschiedene Anlagegrößen einsetzen können, was die Marktkapitalisierung betrifft, respektive natürlich auch verschiedene Bewertungs Systematiken, wie zum Beispiel den Unterschied zwischen Value und Growth. Und dementsprechend könnte man sich überlegen, in einem globalen Portfolio, was zum Beispiel jetzt den MSCI World hat, noch etwas Value zu ergänzen, damit Sie das ein bisschen weiter ausbilden. Was Sie hier dann jeweils sehen auf der linken Seite, dieser Mix, das ist etwas, was wir ja umgesetzt haben auf der globalen Ebene, eben ein globales Aktienportfolio, was Sie entweder mit 35% Anleihen mischen können oder eben mit 60% Anleihen mischen können, wo genau das umgesetzt ist, weil wenn Sie diese Balken vergleichen, dann sehen Sie im Endeffekt hier, es sind eben weniger große Titel drin, es ist eben mehr Value drin und dementsprechend nach diesen Faktoren etwas breiter diversifiziert als das, was Sie typischerweise auf der normalen Indexebene kaufen können. Also wie gesagt, das ist die Frage. Versuchen Sie weniger darüber zu philosophieren, ob die Inflation wirklich steigt, versuchen Sie weniger darüber nachzudenken, ob die Renditen weiter steigen oder nicht. Fragen Sie sich viel eher, was wäre denn wenn? Was passiert, wenn die Inflation steigt? Welche Bestandteile meines Portfolios können dies reflektieren? Was passiert, wenn wir wirklich höhere Wachstumserwartungen bekommen? Welche Teile meines Portfolios können daran partizipieren? Oder habe ich nicht aufgrund der Entwicklung an den Kapitalmärkten in den letzten 6 bis 7 Jahren momentan vielleicht eine Portfolioaufstellung, die sehr, sehr stark auf defensive Aktien ausgelegt ist, die sehr, sehr stark auf klassische Anleihen ausgelegt ist, was alles in der Kombination darunter leiden würde, wenn sich eben der jetzt vor einigen Wochen angefangene Trend durchsetzen würde. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle bin ich auch schon zu Ende mit meinen entsprechenden Ausführungen. Das heißt, Sie haben jetzt natürlich noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ansonsten gilt natürlich auch, wie üblich, dass Sie natürlich auch einfach den Weg über E-Mail respektive über das Telefon nutzen können am morgigen Tag, weil wir natürlich jetzt auch hier in der Online-Konferenz nicht auf individuelle Fragen stellen eingehen können, sondern natürlich nur zu aktuellen Marktthemen. Von daher würde ich an dieser Stelle die Aufzeichnung beenden, bedanke mich bei allen für Ihre Aufmerksamkeit und wer noch Lust hat, kann jetzt im Nachgang gerne noch weitere Fragen auch formulieren, die wir dann hier kurz besprechen können. Vielen Dank.